Meister Yoda, wie fühlen Sie sich? Als würde ich mir ihr die Lunge rausscheißen. Okay, wartest ab. Ich kaufe ein. Ketamin brauche ich. Sei eins mit dem Pferd. Warte geduldig auf deinen Meister. Er nimmt sich immer. Er nimmt sich sicher seine süße Zeit. Kann dies sein? Das seltenste der seltenen Pferde? Der schwerfassbare Menschenhut? Nicht der. Verpiss dich, ich bin nicht ein. Mein Gott, ein Sprechender. Er muss eine Attraktion bei Veranstaltungen sein. Ich muss dich in meiner Sammlung haben. Komm, komm, Kiste wartet. Warte mal, was machst du? Hey, verdammte Pferdesammler, lass dich mit der Stube in Ruhe. Jetzt, ein weiterer Trainer will kämpfen. Ich habe keine brauchbaren Pferde mehr. Oh, dort, du gutes Pferd, ganz klar, ich bin stolz. Oh, okay, nun tun wir Ketten hier an. Was war gerade passiert? Ja, ja, Turnier, wir gehen jetzt zum Trainingsfeld. Warte, warum langes Gesicht? Du wirst nicht mehr auf den Ockelpack genommen, keine verfickte Chance. Du gutes Pferd, aber kein Spaß, überhaupt kein Spaß. Was war da jetzt los, ey? So, und los. Der Pferdetrainer wieder. Hey, da hinten war der Ausgang in der Stadt. Boah, geil lässt auch alles mit sich machen hier irgendwie. Hey, müssen wir da rum. Und hier. Anhalten wir hier. Du steigst nun auf mit Halbpferd. Wir treten an. Pass auf, ja? Und sei eins mit Pferd. Bin eins mit Pferd. Pflanzen stechen. Was ist da jetzt los? Jetzt eins mit Pferd. Fühle die Kraft um dich herum. Lass los. Reite auf deinen Gegner zu, benutze die Maus, um zu zielen und drücke linke Maustaste, um anzugreifen. Okay. Unentschieden, daneben, zieh auf den Körper. Ja, wenn der jetzt aber mal auf dem Pferd ist, statt über dem Pferd. Unentschieden. Daneben. Ziel auf den Körper. Ja, ich versuch zu zielen. Der ist total verbuggt gerade hier. So, und... Du hast so viel zugeschlagen. Ja, okay. Okay, das müssen wir noch ein paar Mal üben. Wenn wir da über dem Pferd fliegen. Wie geht das jetzt? Oder liegt es an dem Bug jetzt, dass ich am Fliegen bin und das daneben treffe? Okay, das war daneben. Oh, das wird eine Herausforderung. 3, 2, 1 und los. Habe ich auch nicht gespürt zugeschlagen. Boah, das wird eine Herausforderung gleich. Kann ich vom Pferd einfach abzeigen? Ja. Und. Gegnerpunkte, du hast dir zu viel Zeit gelassen. Ja. Ah, jetzt ist wieder vernünftig. Jetzt ist er.
So. Vielleicht lag es einfach daran, dass ich am Fliegen war. Gut, gut, nochmal. Ja, ich habe gepunktet. Das lag wahrscheinlich wirklich daran, dass ich am Fliegen war. So. Oh, jetzt wurde ich getroffen. Okay. So. Und. Oh, jetzt wurde ich wieder getroffen. Ich habe zu früh zugeschlagen. Ja, dann üben wir jetzt ein bisschen mal. Und. Jo. Sehr gut. Du bester Schüler, ich bringe dir nichts mehr bei. Du bist bereit. Wenn du meinst. So, 4 Skillpunkte erhalten. So, jetzt kann ich hier Ritterturniere machen. Und wir haben 8. Dafür brauchen wir aber 10. Dafür brauchen wir 8. Dafür brauchen wir 7. Stellt pro Sekunde 1% der maximalen TP wieder her. Maximal 70% der maximal. Ich finde, das brauchen wir dringender. Das ist das hier. Vergrößert die Kapazität an Bolzen um 10. Ja, das brauchen wir nicht. Wir machen das hier. Dann haben wir das hier auch schon mal auf Maximum. Was mit Kampf zu tun hat, fehlt dann nur noch das hier. Dann. Ah. Dies hier Chance, einen Bolzen von einer Leiche zu erhalten. Den hier haben wir. Grunde. Hier brauchen wir nicht mehr viel. Hier, das wäre gut. Dann das hier wäre auch noch gut. Hm. Das hier. Ja, da können wir auch noch irgendwann machen als nächstes. Das hier wäre auch perfekt. Das auch. Hm, das brauchen wir nicht mehr so sehr. Das wäre auch nicht schlecht. Ja. So, wo haben wir unser Schwert? Da. Volle Rüstung vielleicht. Achso, hier müssen wir hin. So. Ich hätte dein Night Fieber. Was war da jetzt gerade? So, da wären wir wieder. Mir ist gerade das Spiel einfach irgendwie abgestürzt. Jetzt ist irgendwie komischerweise hier dunkel statt hell. Und wir machen jetzt weiter. Hatte dein Night Fieber. Hoffentlich, klar. Wir haben uns heute hier versammelt, um die Turnierfähigkeit der tapfersten Männer im Königreich zu bewundern. Die Regeln ähneln denen des ersten Wettbewerbs. Unsere Ritter kämpfen dreimal gegen ausgeloste Gegner. Um diesen bedeutsamen Anlass zu feiern, wird uns seine Majestät, der König, alle mit einer spannenden Rede beglücken, um uns bei Laune zu halten. Verbeugt euch tief. Moin. weiter. Wir begrüßen auch unsere schöne Prinzessin, die zukünftige Frau eines von euch feinen Herren. Gib ihnen ein oder zwei gute Worte, unsere schöne Frau. Ich hoffe, ihr bricht euch alle den Hals, ihr Deppen. Nun, wir sind dankbar für deine lebhaften Bemerkungen, Prinzessin. Ich glaube, in jedem Fall ist es Zeit zu kämpfen. Meine Herren, starten Sie Ihre Pferde. Ja, starten wir unser Pferd. Lanzen stechen. In dieser Runde wird Sir Guy gegen Sir Roland antreten. Hm? So, und... Ja, ich habe gepunktet. So. Erst Punkt haben wir. Und... Ja, zweiter Punkt. Nice. Haben wir bei Meister Yoda gut gelernt. 3-1 mit Pferd. So, und... Oh nein. Ja, zu spät für geschlagen. Ja, okay. Ach, den hier schaffen wir jetzt. So, und...
Nein! Oh, den müssen wir jetzt schaffen. Und. Ja, Mann. Zirkei gewinnt. Was für ein wilder Kämpfer. Okay. Den nächsten Gegner schaffen wir besser. Gegen den nächsten Gegner? Hm. So, der Sieg ist bei Brian im Turnier. Ziel 3 Punkte, um zu gewinnen. Und im nächsten Kampf Zirkei und Sir Brian. So, den müssen wir aber aufpacken. Oh nein. Oh. Ab daneben. Oh, Lebensanzeige ist auch runtergegangen. Daneben beide. Mhm. Jo, den habe ich getroffen. Und los. Ach nö. Der Lebenszeug ist doch so geblieben. Boah, der darf das jetzt nicht gewinnen. Nein. Ah doch, ich hab gewonnen. Boah, ich hatte kurz den Herzinfarkt. Ja. Komm. Den müssen wir jetzt packen. Ja. Und einfach so ist Zirkei wieder der Sieger. Einfach so. Wir haben Skills. So, und letzte Lanzen treten. Lanzen stechen. Erstmal schauen. Ja, Brot gefunden. So, und wieder zustechen. Hm? Besieger Sir Tyrus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies ist ein sehr wichtiger Kampf. Zirkei gegen Sir Tyrus. Wer gewinnt, erreicht das große Finale. Start. Ja, den müssen wir jetzt schaffen. So, und... Nein! Ja, so. Ja, den habe ich geschafft. So, 1-1. Jo, den habe ich auch geschafft. Und es ist offiziell. Im großen Finale werden wir den Kampf zwischen Zirkei und Sir Herb sehen. Sie erwiesen sich beide als die größten Kämpfer unter den Adligen. Wer wird als Sieger hervorgehen? Wir werden es früh genug wissen. Ja, dann brauche ich jetzt auf jeden Fall die Rüstung da von der Lady. Junge, Junge, es ist also ein Finale zwischen dir und Herb. Verdammt. Treffen wir uns später, okay? Und pass auf dich auf. Ich brauche aber die Dings hier. Die Rüstung. Wo ist jetzt meine Rüstung hin? Was soll denn das? So, wir haben wieder aber Upgrades hier. Verfügbar 12. Nice. So, was haben wir gesagt, was wir brauchen? Das hier? Ne, das brauchen wir nicht. Das hier war aber gut. Sonst gibt es jetzt nichts mehr, was wir damit machen können. Ne. Ah, den hier wollten wir ja, ja. Genau, den wollten wir zuerst. Jetzt haben wir das da gemacht. Egal.
So. Da haben wir jetzt eine Quest. Und wir brauchen jetzt ein Pferd. Gib mir dein Pferd. Gib mir dein Pferd. Und warum rennt Guy so komisch? Aber wir sind immerhin wieder bei 8.500. Auch gut. Hier bei Pimper Horst müsste doch bestimmt Pferd geben, ja. So, Erzpferd. Nein. Ach komm. So. Hoppla. Falsche Taste gedrückt. Guy Blues. Bad Guy Blues. Ja. Mist, denkst du das gleiche wie ich? Dass Herr versuchen wird, uns in der letzten Runde zu verarschen? Ja, ich verwette die linke Nuss meiner Großmutter, dass er versucht, uns abzuholen. Linke Nuss meiner... Ich weiß, dass es beim letzten Mal nicht geklappt hat, aber wir sollten ihn schlagen, bevor er uns schlägt. Hast du deswegen all diesen explosiven Müll gelagert? Hast du einen Plan oder so? Jupp, wenn das funktioniert, werden wir ihn endgültig ausschalten. Schade, dass wir nicht wissen, wo wir ihn finden können. Bis jetzt. Ich habe einen Mann gefunden, der regelmäßig Nachtlieferungen an unsere kahlen Freund durchführt. Wenn alles gut geht, sollte er uns direkt zu Herb führen. Die Stunde ist ungefähr richtig. Er sollte irgendwo in der Nähe der Docks sein. Geht dorthin und folge ihm. Woher weiß ich, dass er es ist? Wenn das Wort stimmt, trägt er einen Hoodie und sieht besonders zwielichtig aus. Kommt zu übersehen. Oh, und denk dran. Zücke nicht deine Waffe, folge ihm einfach, aber mache es diskret. Einverstanden? Okay. Suche nach dem Kurier bei den Docks. Ja, alles klar. Dann auf die Faust. Und ab zu den Docks. Da. Ich habe jetzt kurz gedacht, gleich gibt es eine Fahndung. Da sind die Docks. So, dann kann ich hier auch schon mal absteigen. Den Typen suchen. Vielleicht da drinnen. Ja, da komme ich nicht rein. Hm? Auch nirgends hier. Bestimmt jetzt mit den Kanistern da Containern. Aus Gold. Ah, das muss der Typ sein. Ich muss ihn verfolgen. Verfolgen Kurier zu Herbe. Halte dabei genügend Abstand. Okay. Das wird eine interessante Verfolgungsjagd. Ich muss aber mein Pferd jetzt da liegen lassen, stehen lassen. Keine Ahnung, wo der genau jetzt hin will. Das ist interessant. Hä? Was ist hier passiert? Okay, da hinten ist er. Sprich mit dem Kurier.
Hey, schöne Nacht für einen Spaziergang, hm? Moment mal, wo ist Herb? Was ist das denn für eine Scheiße? Hier ist ein Hinweis. Es beginnt mit einem F und endet mit, alle. Falle? Fick dich. Warte, lass uns reden. Okay, einverstanden. Wo zum Teufel ist Herb? Schau mal, ich bin nur ein Kurier. Das ist buchstäblich meine erste Nacht im Job. Ich weiß nicht genau. Ich denke, ein anderer Typ steht kurz vor dem Beginn seiner Friedhofsschicht. Ja, yeah, was du nicht sagst. Es ist fast Mitternacht. Nein, nein, ich meine, das will wirklich. Er sollte irgendwo auf dem Friedhof sein. Mir egal. Bevor der uns verpetzt. So, wir haben keine Rüstung mehr, toll. Hat er mich gerade angespuckt? Oh, hier, Rüstung. Komm. Ja. Und... Abwehrhof. Kriegshof, Entschuldigung. Wo geht's hier raus? Wo war der Ausgang? Ja, da vorne gleich. Die rotzen da alle überall hin. Ja. Was geht da jetzt fest? Der Adler ist gelandet. Es ist soweit. Geh los. Was zum Teufel? Sprich mit dem Kurier. Du bist zu spät und wirst mich nie fangen. Muhahaha. Dann, solange die Dunkelheit um mich herum verweilt, kann ich nicht gefunden werden. Das wäre noch zu beweisen. Hm? Ja, das ist er nicht. Immerhin gibt es hier noch eine Rüstung. Ja. Netter Versuch. Hm? Suche nach dem Kurier mit der Fackel erneut. Moinsen. Irgendwo muss er doch da sein. Ah, da bin ich, wie die Nacht. Ja, noch. toll. Hm? Scheiße, nicht schon wieder. Fast geschafft, ne? Aber so sehe ich den wirklich nicht. Ich glaube, der ist ein guter. Nein, warte, lass uns reden. Ich hoffe, dass du mehr zu sagen hast als der andere. Wo ist Herb? Er ist auf dem Weg zu deinem Versteck. Er hatte eine Überraschung für euch geplant. Also hatte er die gleiche Idee wie wir. Gut, dass ich... Oh, verdammt. Mist, 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 Buddy. Nein, Buddy. Buddy. Renne zurück zum Versteck, bevor Herb dort ankommt. Ich renne nicht. Ich reite dahin, wenn er mal aufsteigen würde. Ja, und los. Scheiße, wir müssen Buddy retten. Buddy. Idiot, ey. Warum ist er zur Fackel gewechselt?
Schau mal einer an, der andere Kackspast. Mist, er ist schon da. Er hat uns die Fresse poliert, geil. Nach diesem kleinen Stunt im Sommeranwesen. Überrascht es dich? Habt ihr beide Arschlöcher wirklich gedacht, ich würde euch gehen lassen, damit ihr wieder irgendeinen Scheiß abzieht? Wo doch so viel auf dem Spiel steht? Ich bitte euch. Verdammt, das ist gar nicht gut. Geil, du denkst, du seist super hot, aber in Wahrheit bist du dümmer als ein Sack Ziegel. Ohne Buddy wärst du ein Niemand. Also, ich sag dir mal was. Hier, schnapp dir ein Schwert und mach Buddy für mich fertig. Ich lass dich dann lebendig ziehen. Lebendig und ein wenig nackt. Was? Zur Hölle? Nein, geil. Du hast ihn gehört. Verdammt, nein. Das wird nicht passieren. Ja, Mann. Das wäre sowieso nicht passiert. Auch wieder den Pisser. Du bist dran. Ich hoffe, du hast ein paar bessere Worte parat als nur diesen Kotfleck. Nein. Fick dich, hör ab. Bring dich in Sicherheit. Oh, scheiße. Muss rennen. Verdammt, nach ihm. Lass ihn nicht davon kommen. Wir haben Buddy getötet. Oh, ich renne in die falsche Richtung. Oh nein. Meine Rüstung. Nein, Buddy. Taste the sword of justice. Give up, bastard. Immerhin gibt's da jetzt eine Kutsche. Komm, steig auf. Hier gab es diese schnellen Schuhe. Digga. Ja, auf. Oh ne. Kleines Arschloch, ey. So, dein Pferd gehört jetzt mir. Schneller als die Kutsche immerhin. So. Von dahin. Ja. Wo muss ich hin? Ach, zu Mama. Muss ich aber vorher zu Pimperhorst. Nein! Nein! Ach, nö. Nö. Kann doch nicht sein. Das kennen wir alle schon. So, und jetzt schnell zu Buddy. Wir wissen, er wird jetzt gleich leider von uns gehen. Aber ja, ich habe auch schon mal jetzt eine Idee, wie wir das gleich machen können. So, Pferd lassen wir hier stehen. Dann gehen wir hier so rein. Der geht wieder auf die Fackel, natürlich. Ja, das kennen wir alle schon. Tut mir echt leid für Buddy.
So. Nein? Okay. Komm, steig auf. Steig aufs Pferd, verdammt nochmal. Nein, weg. Weg, 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 weg. Pferd. Boah, was ist... Boah, Digga. Ich bin mir nicht auf den Piss. Was ist mit dem Pferd? Warum ist er so langsam? Weil er verwundet ist oder was? Ich merke schon, der Pferd ist verwundet. Ach toll. Wir brauchen ein neues Pferd. Ich bin ein Pferd. Ah. Warum bleibst du so gesteuert? Nein. Toll. Pferd. So, erstmal die Fahndung unten da wegnehmen. Damit wir von 3 auf 2 kommen. Ja, runter vom Pferd, genau. So. Dann können wir vielleicht auch zu Pimper Horse, ganz schnell. Das Pferd ist ja nicht so verwundet. Gehen wir wieder aufs Schwert. Nein. Lass mich in Ruhe. Was geschafft. Bring dich in Sicherheit, ja. Und auf dem Weg zu Mama. Mama hilft uns. Mama beschützt uns. Mama beschützt uns. So. Nochmal 4 Skillpunkte, geil. So, wir sind bei 8 und 7. Können wir das jetzt endlich machen? Ja. Yeah. So. Ist ja nicht mehr viel übrig, was wir hier nutzen können. Nebenquests haben wir jetzt auch nicht mehr viel offen. Und wir haben schon die komplette Map auch schon erkundet. Ist nichts mehr grau über. Ja, bleibt nur noch die Hauptquests. Alle Augen auf mich. Schon wieder du. Was willst du? Ich habe gehört, was gestern passiert ist. Nach dir folgen nur Verfolgungsjagden und Explosionen, nicht wahr? Ich brauche keine mitreißenden Reden von dir. Geh weg. Was? Hör mal, ein Arsch statt einen Verstand. Dein Freund Herb hat das halbe Königreich gegen dich mobilisiert. Die Lagerung von illegalem Sprengstoff war keine gute Idee. Alle Straßen zum Turniergelände wimmeln nur noch von Wachen und angeheuerten Schlägern. Du wirst wahrscheinlich als totes Fleisch enden und selbst wenn nicht. Wenn du es nicht bis Mittag auf das Gelände schaffst, gewinnt Herb mit einem Walkover. Scheiß auf mein Leben. Ich kann dir ein paar Waffen geben, aber ich kann dir nicht direkt dabei helfen, durch die Blockaden durchzubrechen. Recht und Gerechtigkeit und all dieser Scheiß. Entschuldigung. Das macht keinen Unterschied. Sie werden mir einfach den Arsch sprengen, sobald ich dort bin. Nicht unbedingt. Mach dir keine Sorgen um deinen kahlen kleinen Kopf. Das ist das Einzige, bei dem ich dir helfen kann. Was? Geh einfach und mach das, was du am besten kannst. Wir sehen uns beim Turnier und viel Glück. Ich denke, es ist Zeit, in die Stadt zu gehen. Rechtzeitig das Turnier gelandet. Oh, oh. Nein? So. Weg von mir. Ja, da, schnell. Ja, weg von mir.
So, da hinten müsste es zur Brücke gehen. Lass uns mal einen Schnapp in dir. Komm und hol mich. So, dann haben wir da irgendwo noch was wegen der Fahndung. Ja, ganz schnell. Steig schnell auf, komm. Komm. Und los. Oh, aus dem Weg. Oh, jetzt wird's schlimm. Oh ne. Wie komme ich hier jetzt weg? Straßen sind verbarrikadiert. Hier leuchtet es rot, warum auch immer. Nein, weg, 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 weg. Oh, hoppla, sorry. War keine Absicht. Ja, ja, ihr geht mir aus dem Weg. Hm, ja. Hatte jetzt keine Zeit zum Lesen. Hopp. Da ist das Gelände. Oh, nein. Nein. Nein, hör auf mich zu schubsen. Hör auf zu schubsen, Arschloch. Wo war die Rüstung? Hier gab es auch irgendwo noch eine Rüstung, ne? Ich sehe hier keine Rüstung. Verdammt. Irgendwo gar... Aua. Ja, ja, ja. Hör auf. So, sind wir da immerhin. Halt, bleib genau dort stehen, kriminelle Abschaum. Du bist in der Unterzahl und nicht bewaffnet. Lass ihn gehen. Was, Prinzessin? Ich sag, lass ihn gehen. Bist du taub, Offizier? Und nicht zwischen zwei Pferden. Hey, ich wollte nur sagen, das war ziemlich unzuvorkommend. Ziemlich zuvorkommend. Also, halt die Klappe und töte endlich Herb. Heilige Scheiße, alles klar. Ich gehe und ich gehe. Rette die mir noch den Arsch. So, und nun ist die Zeit gekommen, auf die ihr alle gewartet habt. Das große Finale. Es ist der Moment, auf den alle gewartet haben. Sir Guy gegen Sir Herb. Bitte um einen großen Applaus, Leute. Die Regeln sind einfach. Der beste Mann, der stirbt oder ich gebe auf, schreit, verliert. Wer wird als Sieger hervorgehen und was Königreich und das Königreich gewinnen? Wir werden es gleich herausfinden. Du hättest vor langer Zeit sterben sollen, Guy. Ich werde es genießen, dich endlich auszuweiden. Wie eine ein scheiße fressendes Schwein, das du letztendlich auch bist. Lass deinen Worten auf Taten folgen, Arschloch. Boah, nice Rüstung hatte. Gern. Hm. Lanzen stechen. Da. Meine Damen und Herren, die Zeit ist gekommen. Lasst uns beginnen. Ziele 3 Punkte gegen Herb. Und start. Und... Nein! Ja. Zu früh. Ich war zu früh. Ich war zu früh, eindeutig. So. Und bin schneller, komm. Ach nö. Boah, wenn er jetzt gewinnt, boah. So, und los. Jo. Noch zweimal. Aber ich darf mich nicht einmal treffen lassen jetzt. So, und... Nein! Verdammt. Komm, das schaffen wir. Nochmal von vorn. Ja, das kennen wir alles. Ja.
losen. So. Und neuer Versuch und jo. Ersten Punkt. So und ja, zweiter Punkt. Voll Munition für Kacke erhalten, nice. Größter Kacke-Sammler sind wir. Und Sir Herb ist unten, Sir Guy ist siegreich. Ja, Mann. Warte, nein. Sieht so aus, als wäre er nicht einmal in seiner optimalen Form. Sieht so aus, als wäre es Zeit für einen guten, altmodischen Nahkampf. Was ist das für ein legendär aussehendes Schwert, das er gezogen hat? Sieht auf jeden Fall heftig aus. Richtig und scheiß auf dieses Turnier. Ist mir egal, stell dich mir wie einen Mann, Stallbursche. Hallo, bist du sicher, dass das passieren sollte? Also, lass sie kämpfen. Was ist das? Buh, schlechter Verlierer. Dieser Herb ist doch scheiße, den bewerfen wir. Oh. Du kämpfst wie ein Kuhbauer. Wie passen, du kämpfst wie eine Kuh. Oh. Mehr Waffen haben wir nicht. Für Scheiße, Herb. Ja, Herb, für Scheiße. Oh, kleines Arschloch. So, haben wir noch irgendwo was für Leben? Wir haben keinen frischer Dung im Anzug, mach ihn alle geil. Ja, bewerf ihn doch. Oh, nö. Komm. Aber bitte nicht wieder auf die Pferde. Ah, zum Glück. Ja, da kennen wir alles. Komm. Komm hier. Komm, schlag zu. Komm. Mit dem. Hm, was zum Teufel stimmt mit dir nicht? Komm. Ich bin angekommen. Wir sind alle geil. Komm und. Hm, nice. Oh, nee. Schnell leben. Scheiße, haben wir nur noch drei. Und? Das scheiße ab.
Ah, verdammt. Hm, genug Muscheln. Hol ihn, du Bastard. Was wird mit denen? Du bist einfach zu dumm, um richtig zu sterben, oder? Was willst du überhaupt? Guck dich mal an, ein Stück verdammter menschlicher Müll. Du kannst ja nicht mal einen Job behalten, geschweige denn ein Königreich verwalten. Wie Scheiße, bist du nicht ein schlechter Verlierer? Dein Glück ist bald erschöpft, Arschloch. Du gehst direkt in ein flaches Grab. Nach dir. So, noch einen erlegt. Hm? Muss ich wirklich alles selber machen? Sag mir, Guy, wie geht das, Buddy? Ich habe gehört, es ist nicht ganz einfach, mit einem Loch in der Brust zu atmen. Fick dich. Ja, der ist auch ein richtiger Lemurensohn hier. Haben wir Kacke? Die ist wichtig. Ja, Mann. So. Frische Blumenanflug, machen alle geil. Mach weiter, sag deinen Teil, Rustler. Dieser ist für Buddy und all das Alkoholgeld, das er jetzt niemals zurückgeben wird. Echt jetzt? Das ist dein Einzeiler? Armselig. Weißt du was? Du hast recht. Ich denke, ich bin besser mit Schwertern. Es ist soweit. Endlich haben wir einen Gewinner. Sir Guy ist der Champion des Turniers. Du bist scheiße, hör ab. Heil dem König, Baby. Nun, Prinz rein technisch gesehen. Wie auch immer. Ja. Und somit vielen Dank fürs dabei sein. Boah, Wrestler ist schon ein geiles Spiel, ey. Gab schon geile Momente auf jeden Fall. Ja, eine flache Erde, also. Hm? Thanks to all the Kickstarter Backers. Hm? Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so geil wird. Auf jeden Fall, es ist mega geil, das Spiel. Also. Ja. Fällt mir auch nichts ein, was ich noch zu sagen kann. Aber ich lasse das jetzt mal so laufen, wie das ist. Und dann sehen wir oder hören wir uns gleich, wenn die Credits zu Ende sind. My Lady. Frischer Dungemann, mach ihn alle geil. Hä? Was? Was? Hä? 20 Skillpunkte zu erhalten. Hoch lebe der König. Hm? König sieht gewandt und leg die Turnierrüstung an. Volle Rüstung erhalten. Nice.
Das gehört jetzt auch uns. Nice. Können wir eben das hier alles auch zu Ende machen hier? Das hier können wir upgraden. Das hier können wir eben machen. Ne, wir können jetzt nicht alles machen. Uns fehlen noch 6, 14, 20, 28, ja, 36 und hier nochmal 7. Eigentlich insgesamt, na, jede Menge. Aber, okay. Gibt es noch irgendwas zu machen hier? Abgesehen von diesen Rennen. Sonst können wir sagen, wir haben das Spiel offiziell alles durch. Okay, es fehlen ja noch ein paar Sammelaufgaben. Und so weiter, aber uns gehört das Königreich hier. Und wir haben Herb geschlagen. So, aber damit sage ich jetzt auch offiziell hier nochmal vielen Dank, dass ihr mit dabei wart bei diesem Let's Play. Schaut auch gerne mal bei meinen anderen Let's Plays vorbei. Und mal schauen, was ich dann als nächstes nach Rustler aufnehme. Müssen wir mal überlegen. Bis dahin wieder schauen, reingehauen. Oder wie sagt man das so schön? Und ciao. From a baboon's bar.